Moin, liebe Freunde von Konoha, und willkommen zurück zu einem neuen Part Naruto Ultimate Ninja 3. Und wir gucken gerade zu Tenten rüber, denn wir werden sie jetzt mal anschnacken. Na klar. Hä? Das ist aber ein Fehler, das ist nicht Shizune. Das ist Tenten. Ich glaube, so ein Fehler war schon mal drin. Kann das sein? Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, es war noch so ein Fehler drin. Kann passieren, aber wie gesagt. Jo, zweites Treffen mit Tenten. Mal sehen, was wir von ihr gleich kriegen werden. Schenkt er ihr Blümchen. Kraftarmband einmal erhalten, okay? Auf Wiedersehen. Ja, so ist das manchmal, Naruto. Gut, dann haben wir die auch. Wer fehlt denn jetzt eigentlich noch? Hinata fehlt uns noch. Sasuke, da habe ich aber eine Vermutung, wo der sich aufhält. Ich glaube, Neji, genau, Neji, du alte Säule. Begeisterung hält sich in Grenzen. Schön. ここってば、お前がよく修行してる場所だよな。確かにそうだな。よく知っているな。時々お前が修行してるとこを見るからな。そうか。 Er fühlt sich angestachelt durch Naruto. Hallo, was ist denn da los? Toller Spaziergang. Steht da nur rum. Super. Stehen einfach nur sinnlos rum. Ja, Spaziergang, ne? Ist okay. Ist okay. Kann ich mitleben. Ist in Ordnung. Klar, sag ich irgendwann auch zu jemandem. Der guckt mich dann auch blöd an und sagt sich dann auch, du hast ja auch einen Vogel.
sage ich dann auch, ja, ich gehe spazieren. Ich stehe hier einfach nur rum. Das glaubt man nicht. Echt nicht. Ist das Viagara, der da oben steht? Ja. That is Gara. Yashi. Also wir arbeiten jetzt gerade an allen dreien Hyuga. Also Hanabi haben wir ja schon durch. Bei Hinata sind wir jetzt bei und bei Neji. Sakura haben wir schon durch. Man, wer war denn hier vor der Tür? Ach, das ist Hiyashi wahrscheinlich. Gut, dann machen wir mal Folgendes. Ich werde nochmal zum Trainingsplatz gehen, denn ich habe die Vermutung, dass sich dort ein gewisser Sasuke Uchiha aufhält. Oder Uchiha Sasuke. Ich glaube, in Japan wird das andersrum ausgesprochen. Die beiden, was die wieder für ein Problem haben, das werden wir auch noch erfahren. Aber Sasuke ist nicht hier. Dann spreche ich die beiden mal an. Was ist hier los? Toll. Sie hat einfach recht, weil Stärke allein reicht nicht. Eben. Aber wenn du kannst doch so stark sein, sobald du in ein Genjutsu reingerätst, hast du ein Problem. Ja. Da hat sie recht. Es ist wirklich so. Oh cool. Sie will uns Genjutsu beibringen. Ein bisschen Genjutsu. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Genjutsu ist, das ist ein Illusionsjutsu. Das heißt, der Verstand bzw. die Sinne des Körpers werden so sehr manipuliert, dass dem was vorgegaukelt wird und der Gegner dadurch kampfunfähig wird. Also das heißt nicht, dass er jetzt bewusstlos wird, sondern er nimmt einfach nicht mehr am Kampfgeschehen teil, weil sein Kopf ist völlig woanders. Oh, mit wem tritt ich denn gegen Kurenai an? Wir hatten ihn ja noch gar nicht. Wo haben wir ihn denn, den guten Mann? Wo haben wir ihn denn? Ich habe ihn gerade hier direkt. Und ich suche ihn gerade. Ich bin auch doof. Ich bin echt doof. Nein, wir treten mit Shikamaru an. Ne? Der ja sowohl zu Kurenai als auch zu Azuma ein inniges Verhältnis aufgebaut hat. Kämpfe im schwerelosen Zustand. Ah ja, das ist also ihr Genjutsu, okay. Sollte übrigens hinzufügen, dass Kurenai eine frisch beförderte Jonin ist. Also sie war mal eine Shunin. Ist aber, glaube ich, kurz nachdem der Anime angefangen hat, befördert worden. Shikamaru ist übrigens, glaube ich, wenn man mich fragen würde, welcher Charakter mir am nächsten wäre, ich glaube, Shikamaru wäre mir am nächsten tatsächlich. Nicht nur wegen, nicht wegen der Faulheit, sondern auch, weil er ein Stratege ist. Also ich sehe mich jetzt nicht selber als Stratege und auch nicht als brillant, aber wir haben beide ein gewisses Interesse für Strategie und ich finde, das passt ganz gut da. Ganz
ganz schön belastend, schwerelos zu sein. Die Frau ist flink. Ja, kein Wunder, sie ist ja auch nicht schwerelos. Och Mann! Lass mich doch mal ein Jutsu wirken. Oh, das war's schon. Okay. Da ist sie down. Ach ja, schön. Ich war auch gerade dezent im roten Bereich. Also mikrotechnisch. Ich muss mich mal dran gewöhnen, dass ich ein bisschen weiter weg bin vom Mikro. Lass dich nicht von Genju zu irre führen. Haben wir nicht getan. Ich hoffe, ich habe dich übersteuert, ansonsten tut mir das natürlich leid. Ich muss mich so ein bisschen umgewöhnen, weil dadurch, dass es Windows 10 ist, jetzt hat sich das alles so ein bisschen geändert im Gegensatz zu vorher. Sehr ruhig, ja, ganz besonnen. Oh Gott, nach Anweisungen kämpfen. Junge Frau, das finde ich aber nicht sehr gut. Ich kämpfe jetzt mal als Naruto selber. Ich glaube, das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Ich bin ganz verrückt, ich kämpfe als ich selbst. Ich weiß, Wahnsinn. Gegner mit hoher Geschwindigkeit. Beginne mit verlangsamtem Tempo. Okay. Au. War aber nicht sehr nett. Mann, oh. Na komm. War ich nicht. Es war schon so. Scheiße. Warum kann man eigentlich nicht mehrmals werfen? Das finde ich total bescheuert. Ansonsten werden wir tatsächlich bald mal die Hinweisschriftrollen studieren. Erledigt. Sehr schön. 4000 gibt's dafür. Und Naruto Stufe 21. Läuft. Läuft bei uns. Oh, sorry. Dunstschrift erhalten. Das Ninjutsu. Vor allen Dingen, du kannst jetzt das Ninjutsu Genjutsu Dunst. Ah ja. Dankeschön. Sie ist jetzt auch weg. Wir sind aber noch nicht weg. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gut, Sasuke ist leider nicht hier. Ich hätte gedacht, er wäre hier. Aber anscheinend ist er nicht hier. Das finde ich sehr bedauerlich. Vielleicht im Wald. Wie gesagt, mit den geheimen Schriftrollen muss ich dann nochmal gucken, wo die sich aufhalten. Oh, da ist auch ein überhaupt nicht fetter Punkt gerade hier auf der Karte.
Entschuldigung, das war ich. Ich war in eine Schlägerei verwickelt. Nein, alles gut. Alles gut. Ich mache nur Spaß. Nicht, dass ihr jetzt ernsthaft damit loslauft. Ich tue das, was ich am besten kann. Blödsinn labern. Und euch unterhalten. Sollte man ja auch nicht vergessen. Moment, ich glaube, da war er gerade. Da bist du. Arschloch-Vieh! Arschloch-Vieh! Ernsthaft! Wie fies ist das denn? Aber so hauchdünn vorbei. Jawohl, erwischt. Genau auf dem Dach gelandet oder was? Okay. Hey! Naruto. Danke. Sama. So, geht doch. Geheimcode. Okay. Der Punkt erscheint schon, aber er muss erstmal spawnen. Auch nicht schlecht. Geil. Auch schön. Ja, Shui. Lange nicht gesehen. Hat mir, glaube ich, mit als erstes durch. Bevor wir weitermachen, würde ich mich ganz gerne kurz mal umgucken wegen den Charakteren. Hanabi hatten wir. Die ist auch durch. Das ist eine normale Zivilistin. Das ist Azuma, den hatten wir auch schon. Kein besonderer Charakter, den wir anlabern können. Das ist ja doof. Na gut, dann fahren wir fort mit der Mission. Gut, dann machen wir die fertig. Okay. Dann fangen wir mal bei der Quelle an, wa? Mensch, ich schenk mal was Jiraiya, das hätte ich nicht gedacht. Okay. Ein Bad mit Shikamaru. Ja, ich glaube, das hat er von Azuma. Er hat sich die Jonin-Schlaftherapie zu eigen gemacht. Herrlich.
Ach, Naruto, du bist so eine Hausmarke, echt. Oh, ich sehe gerade, der Part ist schon wieder zu Ende. Wir gehen noch kurz in den Konoha-Wald und dann würde ich sagen, beenden wir den Part für heute. Bedanke mich bei euch, dass ihr da auch heute dabei gewesen seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wie heißt, Naruto Ultimate Ninja 3. Auf der Suche nach den Otonins. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.